Mein Geld. Wie viel kriege ich? Und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Jim und Brigitte löst dein Problem. Ja, aber ich habe gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Wir sind fertig. Fremde seht ihr hier wohl nicht so gern, oder? Leute wie du fallen auf. Sprich, ich sollte aufpassen? Wär klug. Weiß Brigitte überhaupt, dass ich hier bin? Oder ist der Deal auf deinem Mist gewachsen? Du siehst die Chefin, wenn's soweit ist. Also warum Voodoo Boys? Ihr glaubt wohl kaum an Voodoo. Weiß nicht. Frag die, die uns so nennen. Soll heißen, ihr nennt euch selbst anders? Bist kein Mann der großen Worte, hm? Klar. Du bist wie? Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geister sein. Du Schein, sei ein Geist. Du musst still sein, unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage, von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Die kleine Bade aus! Wer war das? Unterwegs. Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken.
bitte extra Eis von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin.
Van gesichtet. Steckst du, kleiner Hijo de puta? Was zum... Komm raus und stell dich, puto! Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles. Also sei still. Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn sie unsere Eis durchbrechen, holen sie sich Agwe und das ganze Netz, wie damals bei Bartmos. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, wie viele Daten sie haben, aber ihre Karte ist nicht vollständig. Sie haben noch keine Quellvalidierung. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? Das Heat? Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden, ihn stellen. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich... Versucht dich zu blockieren. Die Animals kommen gleich. Durch den Aufzugsschacht zur Lobby auf der linken Seite. Dort sieht dich niemand.
Pete, was ist los? Hast du genug? Ich will dich haben. Bleib konzentriert. Ich kümmere mich. Wird ihn nicht lang halten können. Er ist im selben Subway wie die Alpha. Erledige sie. Die hat genug.
kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten, klar? Du musst zuerst... Lasit? Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Wenn du was anzubieten hast, sag's jetzt. Gerade wolltest du mir noch eine Nulllinie verpassen. Und jetzt willst du reden? Nulllinie? Nein, nur ausbremsen. Aber ich hab dich wohl unterschätzt. Bin nicht hergekommen, um zu reden. Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Willst mich rauskaufen? Nein. Sieh's einfach als Gegenangebot. Setz dein Leben nicht für die Voodoos aufs Spiel. Sie sind nicht gerade für ihre Integrität bekannt. Sind schon wie lange in Night City? 50 Jahre? Und klammern sich weiter an ihre Stammesmentalität. Sie misstrauen Außenseitern. Enorm. Ich bleib lieber bei meinem Plan. Hey, wie? Alles okay? Sekunde. Du wärst fast verreckt wie der. Oh, too much information. Oh, was ist passiert? Was denkst du denn? Die Voodoos haben gelogen. Du wurdest beschissen. Du warst ihre gottverdammte Kamikaze-Drohne. Muss die Belohnung für deine Hilfe gewesen sein. Vielleicht war das auch Netwatch. Und die Voodoos wissen nicht, dass ich überlebt habe. Und Placid wischt sich die Tränen weg, sobald du lebend bei ihm auftauchst. Komm, lass uns zum Bettys und den Scheiß endlich klären. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Er lebt! Willst du mit Placid reden? Bist du deswegen hier? Ich kann dich zu ihm bringen. Geh voran. Radke. Du bist tot.
Das war dein Plan, richtig? Ich lebe, bis ich meinen Zweck erfülle und verschwinde dann. Nulllinie. Nein, du bist verwirrt. Mosley hat dich angelogen. Scheiß auf Mosley. Ich bin nicht blöd. Lass mich nicht verarschen. Ich hab recht, oder? Link ist abgebrochen. Das war nicht geplant. Ihr habt Agententags geschreddert. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, was passiert ist. Ich weiß ganz genau, was ich gesehen habe. Warst im Kriegsgebiet. Wurdest getroffen. Ganz einfach. Ich musste meine Leute rausholen. Nur das zählte. Wir wollten dich auch retten, aber Mosley war stärker, als wir dachten. Brigitte, ich will mit dir reden. Jetzt redest du aber mit mir. Unser Deal war der Gym-Job. Dir habe ich also nichts mehr zu sagen. Wir sind fertig. Hase, wir müssen runter. Es ist nicht vorbei. Netwatch kommt wieder. Willst du ihn etwa zur Gruft führen? Er ist noch ein Ranion, sonst nichts. Sieh dir die Scans an. Das habe ich. Sotti Kunia, vertut mon Sotti. Du musst Brigitte sein. Bist schwer zu erreichen. Du hast was für mich. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Ja, wir müssen seinen Zustand prüfen. Was hast du auf den Scans erkannt? Mehr als Placid, ganz klar. Du hast den Biochip erkannt, weil du selbst nach ihm gesucht hast. Wir müssen dich untersuchen. Du hast die Gym nur auf Kosten des Chips überlebt. Placid und ich sind nicht wirklich Freunde geworden. Lass mich ungerne rumschubsen. Und dann dieses mysteriöse Rumgenuschel in jeder Ecke. Da fällt mir ein, was bitte ist ein verdammter Ranion? Ich erkläre dir alles, aber erst will ich wissen, ob der Biochip ganz ist. Falls ja, zahlen wir einen fairen Preis dafür. Der Biochip steht nicht zum Verkauf. Und du reißt ihn mir auch nicht aus dem Kopf. Das Ding war schon vor meinem Ausflug in die Gym im Arsch. Er funktioniert nicht? Das nicht. Aber niemand kann ihn mir rausnehmen, ohne dass es mich vielleicht umbringt. Aber da du den Diebstahl in Auftrag gegeben hast, kannst du mir vielleicht helfen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt dir was? Ah, die Puppe. Die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Ernsthaft? Habe ich nicht schon genug für euch getan? Es ist nötig. Um ihn zu entfernen, müssen wir ihn untersuchen. Weil du mit leeren Händen dastehst, wenn du es verbockst. Ich gab dir mein Wort. Wir helfen dir. Na dann, nach dir. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Fuck! Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny! Ich hab dich. Lothrok fällt! Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Und was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Glaubst du, hast den Tod überlistet? Der Tod hat dich überlistet. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst,
Lass es brennen. Hallo, Mate! Aus dem Boden, Arschloch! Nicht bewegen! Raus aus meinem Haus! Sofort! Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird? Oder ruhmreich draufgehen?